Der Pokalverteidiger steht wieder im Pokalfinale und das nach einem harten Kampf gegen Tennis Borussia Berlin. Doch letztlich setzt sich das Team von Trainer René Riedlewitz mit 2:1 gegen die Mannschaft von Tomas Bredaric durch. Taktisch war es fast eine glatte 1. Für die Moral letzten Endes ist es nicht gut, ne? So eine 2:1-Niederlage. Aber wir nehmen das Positive raus und werden uns daran stützen, dass wir heute einfach auch letzten Endes hätten über uns hinauswachsen müssen, ja, um hier weiterzukommen. Das haben wir leider nicht geschafft, gab aber auch letzten Endes Gründe dafür. Unglückliche Schiedsrichterentscheidungen, dann die Zielstrebigkeit hat man nicht ganz vorne in der Box. Und nach dem 2:1 irgendwie gab es nochmal eine kleine Initialzündung, da hätten wir es nochmal drehen können. Aber dann hat die Zeit nicht mehr mitgespielt. Im Duell der beiden Zweitplatzierten, einmal in der Regionalliga Nordost der BFC und in der Oberliga Tennis Borussia Berlin, treffen auch zwei Trainer mit bewegten fußballerischen Lebensläufen aufeinander. Bei den Weinroten steht mit René Riedlewitz ein DFB-Pokalsieger von 1993 an der Seitenlinie. Bei TB coacht mit Tomas Bredaric ein Ex-Nationalspieler und Champions League-Finalist. Im ersten Spielabschnitt gibt es Gefahr durch Standardsituationen, wie hier bei dieser Ecke des BFC. Oder beim Freistoß von Tennis Borussia, doch letztlich kommt der Kopfball nicht auf das Gehäuse der Weinroten. Tennis Borussia steht zumeist hoch, kann dadurch Abseitspositionen erzwingen, doch in dieser Situation ist Matthias Steinborn frei durch, vergibt die klarste Chance des ersten Durchgangs, aber auch, weil ein Ex-BFCer im Tor der Lila-Weißen, Stefan Flauder, geschickt den Winkel verkürzt. Direkt im Anschluss an diese Szene bekommt Thiago Rockenbach da Silva, ebenfalls ein ehemaliger Spieler der Weinroten, nicht genügend Druck hinter den Kopfball. Nach ersten intensiven 45 Minuten geht es torlos in die Kabine. Auch im zweiten Durchgang geben sich beide Teams zunächst wenig Räume. Die sicher anders gedachte Flanke von Ugutan Cepni klärt Stefan Flauder zunächst zur Ecke. Die Hereingabe vom BFC-Kapitän Bilal Cebukcu bringt dann aber große Gefahr, große Verwirrung und das 1:0 für den BFC. David Alazave trifft zur 1:0-Führung für die Weinroten. Doch die Spieler von Tennis Borussia haben nach der Abwehraktion ihres Torhüters direkt vor dem Treffer ein Handspiel von David Malembana gesehen. Trotz aller Proteste, der Treffer zählt. Ob das ein Handspiel gewesen ist, aus meiner Sicht ja. Aber gut, der Schiri hat es nicht gepfiffen. So, solche Kleinigkeiten entscheiden das Spiel am Ende. TB beginnt nun mit einer Drangphase. Vielleicht wäre es in dieser Situation besser gewesen, wenn Routinier Karim Benjamina einen Tick früher geschossen hätte. So entwickelt sich Benjaminas Ball letztlich zum Bumerang. Trotz personeller Überzahl im Zentrum bedient Otis Breustedt Matthias Steinborn, der Murlus zum 2:0 vollendet. Die Partie wird nun noch intensiver und auch hitziger, eine umsichtige Entscheidung, dass es nach dieser Meinungsverschiedenheit für beide nur die gelbe Karte gibt. Tomas Bredaric reagiert noch einmal und bringt mit Timo Schmunk einen frischen Akteur ins Spiel, der dann zum Hauptprotagonisten dieser Szene wird. Kevin Kruschke mit der überragenden Hereingabe und der Ball kommt endlich in die Box und auch ins Tor, nur noch 2:1. Da Silva hat dann kurz vor Schluss noch einmal eine Schusschance, doch letztlich stellt der Abschluss den BFC-Torhüter Bernhard Händel nicht vor größere Probleme und sein Team steht somit im Finale um den Berliner Pilsener Pokal am 21. Mai gegen den Berliner SC. Beide Mannschaften haben gut gekämpft, aber im Endeffekt, denke ich, haben wir die Qualität, uns da durchzusetzen und das war das Ausschlaggebende am Ende. Ein enges Spiel, beide Mannschaften haben große Chance gehabt. Ich würde sagen, am Ende des Spiels hat der BFC ein bisschen diese Quäntchen Glück gehabt, die wir nicht gehabt haben. Und wie der Abend der Spieler vom BFC Dynamo nach der Partie ausgegangen ist, lässt sich unschwer vermuten. Das haben wir uns verdient, die Scheiße hier! Jetzt lass Bayern den...